Und zwischendurch, das meinten Sie eben schon, im Frühjahr 1942 ging es an die Ostfront. Ja. Und das war ja schon ein ganz anderes Bild mittlerweile. Also da war ja kein leichter Vormarsch mehr. Also ich bin ja als Einzelreisender dahin gefahren und dann muss man sich von Frontleitstelle zu Frontleitstelle durchfahren. Und dann, also ich kam am Schluss dann in ein kleines russisches Dorf und da war ein Gefechtsstand. Und ein, ja, einer mit einer dreckigen Tarnjacke lief da drin rum, aber an der Mütze erkannte man, er ist der Offizier, ein Offizier, und dass der Einzige war, habe ich mich bei dem stramm gemeldet. Fanjoka Gefreiter Kirchner meldet sich zur Frontbewährung. Da guckt er mich an und sagt, was wollen Sie? Wir haben keine Panzer mehr, wir haben keine Fahrzeuge mehr. Unsere Kompanien sind 20 Mann höchstens noch stark. Wo wollen Sie sich bewähren? Waren etwas, also der Ausdruck Gespensterdivision hat ein anderes Image gekriegt bei mir. Und dann hat er mir gezeigt, irgendwo da so in Richtung eines Wäldchens, dort gräbt sich die erste Kompanie ein. Und die warteten jeden Augenblick auf einen neuen russischen Angriff. Waren also gerade da angekommen und sollten sie nun zur Verteidigung einrichten. Und da naja, und ich dorthin. Und die waren alle am Graben. Was heißt alle? Waren nicht viel. So. Von Schützenloch zu Schützenloch. Na, sagen wir mal so 30, 40 Meter oder so. Mehr. Enger waren die nicht zusammen. Und dann wurde ich einem anderen Soldaten zugeteilt, mit dem sollte ich zusammen ein Schützenloch ausheben. Und das haben wir dann gemacht. Wurde langsam Abend. Und ja, wie ging es denn dann weiter? Ach so, ja, und als das Loch tief genug und breit genug war, so dass man sitzt da so sich gegenüber, ja, Knie herangezeugt und so, und wenn es losging, musste man hoch und konnte schießen. Ja, und der hatte mich dann noch eingewiesen, hat gesagt, da drüben ist ein MG als nächster, und wenn da der Schütze 1 oder 2 ausfällt, musst du rüberspringen und musst den ersetzen, zieh den raus. Und Maschinengewehr ist das Wichtigste, was wir hier haben. Ohne die kommen wir nicht zurande. Und ich sage, ja, wie ist denn das hier? Wo sind denn nur die Russen? Ich sehe, ja, sagt er, die können uns jetzt nicht einsehen. Davor war so eine Art Hügel. Aber wenn die angreifen, heute Nacht oder morgen früh, dann haben wir die gleich 50 Meter vor der Nase. Also dann muss das hier alles ganz schnell gehen, sonst spießen die nicht auf. War keine angenehme Aussicht. Ja, und dann hörte ich hinter uns Motorengeräusche und Metallgeklapper und so, und ein Melder kam rum und rief, Kinnasch, da hinten fahren 3 Packs auf und ein Sturmgeschütz soll auch noch kommen. Also, wenn es losgeht, steckt euch was in die Ohren. Ja, und ja, dann der Unteroffizier, also der Zugführer, den wir da hatten, der teilt uns dann ein, du schläfst von, weiß ich, 12 bis 9, und also wer wann schlafen durfte und wer wachen musste. Und dann herrschte langsam Ruhe. Mein Kumpel, mit dem ich da in dem Loch saß, der hockte sich an seine Seite des Schützenloches und fing an zu schnarchen. Ich bin dann nochmal rübergelaufen zu den Maschinengewehrleuten, den beiden, habe mir die angeguckt. Ich hatte richtig Angst, was nun kommen würde. Das war ja nun ganz neu und vor allem ganz, ganz anders, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, aber das waren ganz gut. Wie hatten Sie sich das denn vorgestellt?
Na, ich dachte, auf den Panzer und dann geht's los hier. Wollen wir mal sehen. So wie bei der Schlachtfelderbesichtigungstour. Wie bei der Schlachtfelderbesichtigungsfahrt. Ja, ja, so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Aber das war nun völlig anders. Und tatsächlich am nächsten Morgen hörten wir vorne, sahen noch niemanden vor uns, aber hörten Panzer rasseln und hörten auch russische Rufe, so eine kehligen Kommandos. Und dann kamen die ersten, sah man, die ersten Köpfe und dann kamen die hoch und dann sah man auch den Oberkörper. Und dann ging es los, die MGs. Also vorher hatten sie natürlich mit Granatwerfern uns bepflastert, aber in so einem Schützenloch, ja, da muss man einen Volltreffer kriegen. Selbst wenn da 2 oder 3 Meter daneben ein Granatwerfergeschoss runtergeht, braucht man doch keine Angst zu haben, wenn man einen Kopf drunter unten hat. Also, es hatte keine Verluste gegeben durch dieses Granatwerferschießen. Und unsere Maschinengewehre, das links von uns und das so ungefähr 50 Meter rechts von uns, die konnten richtig dazwischen halten. Also man sah die Purzeln, die Russen. Die kamen auf sie zu? Die kamen auf uns zu, ja. Und auch die Panzer kamen auf uns zu. Und dann schossen hinten hinter uns die Pack direkt über unsere Köpfe weg. Also kann ich mir vorstellen, naja, wenn ich mich aufgerichtet hätte, hätten sie mir wahrscheinlich den Kopf abgeschossen. Also jedenfalls, der Stahlhelm, der kippte nach vorne. Durch die Druckwelle? Durch die Druckwelle. Aber man gewöhnt sich ja so irrsinnig schnell an solche Situationen und reagiert dann auch meist richtig, nicht immer. Das heißt, ja, da, die kamen auf Sie zu, haben Sie auch geschossen? Ja, ja, mit dem Gewehr geschossen und also zum ersten Mal auf den Menschen. Aber ich habe nicht daran gedacht, das war für mich so wie ein Pappkamerad, auf die wir vorher geübt hatten. Ne? Und haben Sie gesehen, ob Sie jemanden getroffen haben? Sicher, sicher. Die purzelten dann runter und dann musst du auf den nächsten. Die kamen ja mal näher und 50 Meter ist nicht viel. Die sind ganz schnell da. Ne? Ja, aber die blieben vor uns liegen. Und ja, so ist es dann uns in den nächsten Tagen noch ein paar Mal gegangen. So ähnlich. Achso, und als ich dort mich meldete bei dem, ich war ja Pfarrer-Adjutant, weiß ich nicht mehr, vom Bataillonsadjutant war, glaube ich, da sagte der, wir haben keine Fahrzeuge, keine Panzer und Papa. Seit 8 Tagen werden wir hier schon hingehalten, uns haben sie versprochen, wir werden rausgezogen aus der Front und werden hinten irgendwo neu aufgefrischt. Und tatsächlich, so vielleicht nach 10 Tagen oder so, wurden wir rausgezogen, irgendwo mitten auf dem Gelände an einen Bahndamm gebracht und dort verladen auf Güterwaggons. Alles, was an Fahrzeugen noch da war und schweren Waffen und so weiter, das kriegte heute eine andere Division. Ich weiß nicht, wie das organisiert wurde. Also wir waren nur Soldaten, die in den Zug einzogen, mit ihren Handwaffen. Sagen Sie, und hat Sie das beschäftigt, also diese Kämpfe, was Sie da gesehen haben, miterlebt haben? Da haben Sie ja keine Zeit dafür. Ja, das ist manchmal so kurz vorm Einschlafen, wenn man so ganz kaputt ist, dann denkt man da, hör auf, Schluss. Ja. Ja, und dann... Und später mal, kommt sowas später zurück? Also meine Frau hat mir vor 4 Wochen das letzte Mal gesagt, du, ich lege mich an die äußerste Kante, du hast heute Nacht getrampelt und getreten und geprügelt und was hast du denn geträumt? Und da habe ich aus der Zeit so einen Traum gehabt. Meine allererste Verwundung war ein Bajonettstich hier rein, diese Narbe sieht man hier noch. Da kam der auf mich zu, wir hatten beide keine Munition mehr. Ich hatte nichts drin, er hatte nichts drin. War das in dieser Phase? In der Ausfahrt? Ja, das war in diesen 10 Tagen da. Der sprang auf mich zu. Heute würde man sagen, Junge, komm, wir trinken in Nastrovje. Aber damals, Hass,
Hass und also ich glaube, bei denen, die in Afrika gekämpft haben gegen Engländer, muss das ganz anders gewesen sein. Da haben die sich verständigt, wenn die sich so gegenüberstanden. Aber mit Russen war das nichts zu machen. Also jedenfalls, er wollte mich aufspießen und ich hatte meine Maschinenpistole, hatte ich eine Maschinenpistole mit Gewehr, das war nicht mehr so einzeln knipsen, das bringt nichts. Ich hatte also sein Gewehr am Lauf fest und dazwischen, ungefähr so lang ist das Bajonett. Ne? Und ich ihn weggeschoben und er wollte mir das Ding reinrammen. Und dann ich war etwas stärker. Mein Glück, sonst säßen wir nicht hier. Und einer ist da geblieben? Yes. Er ist liegen geblieben nachher, ja, aber das hat noch ein Weilchen gedauert. Also er hat ungefähr so er ist auf eine Rippe geknallt und, scheiße, hören Sie auf.